Am Abend lässt sich Ina von ihrem Chef und Liebhaber zu ihrem Rendezvous fahren. Sie ist enttäuscht, dass er ihr heute Mittag in den Rücken gefallen ist. Du, sag mal, bist du noch sauer? Ja, allerdings. Anstatt dass du dir Peter mal zur Brust nimmst, lobst du ihn. Mein Gott, wenn ich ihn gleich angegangen wäre, hätte er alles wieder an dir ausgelassen. Das ist doch nur eine Ausrede. In Wahrheit hältst du zu ihm. Ach, Unsinn. Wir haben genug Stress auf der Baustelle. Jetzt auch noch Öl ins Feuer zu gießen, das bringt doch nichts. Du weißt genau, dass ich recht habe. Und zur Strafe hast du halt keine Zeit für mich. Ich habe halt mal eine Verabredung zum Essen. Ist das verboten? Ich stehe dir jetzt eben nicht mehr immer zur Verfügung. Wer ist denn der Glückliche? Oder ist das ein Geheimnis? Ich gehe mit Rafik essen, weil er mir heute geholfen hat. Bist du doch ganz dicht? Du gehst mit dem Bauarbeiter essen? Wieso denn nicht? Ist das verboten? Dann brauchst du dich nicht wundern, dass du von Peter blöde Sprüche bekommst. Willst du mir jetzt auch noch sagen, dass ich schuld daran bin, dass Peter dauernd sexistische Sprüche ablässt, oder wie? Weißt du was? Manchmal glaube ich, du bist genauso ein Schovi wie Peter. Du bist Rafiks Chefin. Du kannst doch mit dem nicht essen gehen. Das ist doch völlig daneben. Und du bist mein Chef und gehst mit mir ins Bett. Und das ist okay, oder wie? Weißt du was? Mir reicht's. Ey, jetzt warte doch mal. Tut mir leid, das meinte ich nicht so. Ich bin einfach nur ein bisschen enttäuscht, dass du heute keine Zeit für mich hast. Sorry. Ich wünschte echt, wir hätten mehr Zeit füreinander. Dann erzähle mich doch auch. Sobald der Bau vom Bürgermeister fertig ist, lass mich von meiner Frau scheiden. Wie oft habe ich das schon gehört? Ich weiß. Aber ich kann mich jetzt nicht von Tatjana trennen. Die dreht völlig durch. Das können wir uns bei dem Projekt jetzt nicht leisten. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Gut finde ich es nicht, aber ich wünsche dir trotzdem einen schönen Abend. Danke fürs Fahren. Gerne. Ciao. Ina Schuster ist enttäuscht, weil Rafik Said nicht zu der gestrigen Verabredung erschienen ist. Sie glaubte, in dem Bauarbeiter einen Vertrauten gefunden zu haben. Doch nach dem Abschied von Norbert wartete sie vergeblich auf den 25-Jährigen. Hallo. Hallo. Haben Sie etwa hier übernachtet? Ja. Dann sparen wir das Geld für den Bus. Ist irgendwas? Sind Sie böse auf mich? Nein, ist alles gut. Warum sind Sie denn gestern Abend nicht gekommen? Ich habe in der Pizzeria auf Sie gewartet. Schuster, sollen zum Chef kommen. Sofort. Da warten Sie vorne am Keller auf Sie. Was? Warum ist er denn schon da? Warum ist er schon da? Hier, gucken Sie sich den Mist mal an. Ich habe ihn gleich angerufen, dass ich die Katastrophe gesehen habe. Das ist ja nass. Ach, Blitzmerker. Los, heute noch zum Chef. Rafik, was ist mit dir? Hast nichts zu tun? Ja, Chef. Hau rein. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn passiert? Warum war die Luftschächte nicht abgedeckt? Aber die Schächte waren abgedeckt. Ich habe das selbst gecheckt. Genau wie beim Geländer. Ja, wie das Geländer. Der ganze Keller steht unter Wasser. Die Schächte waren nicht abgedeckt. Aber das kann nicht sein. Der Schaden wirft uns Tage, wenn nicht sogar Wochen zurück. Kannst du dir vorstellen, was das für eine Summe ist? Und den Bau des Einkaufszentrums, den kann ich wahrscheinlich auch vergessen. Aber die Schächte waren abgedeckt. Jetzt dreht ihn nicht schon wieder raus. Am liebsten würde ich ihn feuern. Dafür wirst du haften. Warum glaubst du mir denn nicht? Ich frage mich langsam, ob du einfach nur unfähig bist oder ob du mir mit Absicht schaden willst. Merk dir eins, die Firma ist das Wichtigste für mich. Oh. Die Schadenfreude können Sie sich sparen. Die müssen den Gerber sagen, dass ich Sie angewiesen habe, die Schächte abzudecken. Haben Sie das? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Also ich habe jetzt zu tun. Und Sie doch sicher auch, solange Sie noch hier arbeiten. Ne? Die Situation droht außer Kontrolle zu geraten. Rechtsanwalt Vorländer muss helfen. Der Struck, der lügt, wo er nun kann, um nicht endlich in die Pfanne zu hauen. Sagen Sie mal, was wird denn eigentlich die Behebung des Schadens kosten? Genug, um mich bis ans Ende meines Lebens zu ruinieren. Wenn wir das Fundament neu gießen müssen, dann kostet das um die 100.000 Euro. Mhm. Jeden Tag Verzögerung kostet auch. Sie müssen aber nur haften, wenn man Ihnen grobe oder mittlere Fahrlässigkeit nachweist. Waren denn eigentlich die Schächte definitiv abgedeckt? Hundertprozentig. Ich habe den Struck angewiesen und selbst noch überprüft. Leider hat das niemand gesehen. Das heißt, jemand muss die Schächte wieder abgedeckt haben? Ja, aber Norbert glaubt mir nicht. Der hat mir sogar mit Kündigung gedroht. Norbert? So haben Sie den Herrn Gerber eigentlich noch nie genannt. Duzen Sie sich? Ich möchte darüber jetzt nicht reden. Frau Schuster, wenn ich Sie sinnvoll vertreten soll, dann wäre es besser, wenn Sie mir wirklich auch alles erzählen. Norbert und ich, wir lieben uns. Wir wollen heiraten, wenn der Bau für den Oberbürgermeister fertig ist. Mhm. Zumindest war das gestern noch Stand der Dinge. Heute ist er einfach nur noch stinksauer auf mich. Passen Sie auf.
Ich werde einfach mal mit dem Herrn Gerber bezüglich der Haftung für den Wasserschaden sprechen, okay? Rafik hat auch gesehen, dass ich den Struck angewiesen habe. Rafik? Ach, Sie haben also einen Zeugen? Dann kann ich den ja fragen, ob er das bestätigen kann. Aber bitte sagen Sie Norbert nicht, dass Sie nun von unserer Beziehung wissen. Ich will das rein beruflich halten. Keine Sorge, Sie können sich darauf verlassen. Und ich werde mich jetzt mal hier noch ein bisschen auf der Baustelle umschauen, okay? Tschüss. Okay. Ich schau, dass der ganze Scheiß heute noch weg ist, gell? Ja, Zügig, das Ganze, los, okay? Verschwindet. Der Rafik soll sich auf keinen Fall hier blicken lassen. Hallo, Herr Stuck. Hallo. Sind Sie der Herr Gerber? Der bin ich. Mein Name ist Christian Vorländer. Ich bin Frau Schusters Anwalt. Haben Sie im Moment Zeit für mich? Aber nur kurz. Ich habe ein Riesenproblem. Peter, wir sprechen später. Alles klar, Chef. Sagen Sie mal, stimmt das eigentlich, dass Sie der Frau Schuster mit Kündigung gedroht haben, wegen dieses Wasserschadens? Ja, sicherlich. Und wenn sich herausstellt, dass sie für dieses Desaster verantwortlich ist, und zurzeit sieht es so aus, dann ist sie schneller draußen, als sie gucken kann. Ganz einfach. Moment mal. Sie können der Frau Schuster erst kündigen, wenn nachgewiesen ist, dass dieser Schaden auf einer Pflichtverletzung durch die Frau Schuster beruht. Wer soll denn sonst verantwortlich gewesen sein? Verdammt, sie ist die Bauleiterin. Wir gehen davon aus, dass das ein Sabotageakt war. Sabotageakt, bitte. Dafür habe ich jetzt überhaupt gar keine Zeit. Einen Moment noch. Ich würde gerne mit dem Herrn Said sprechen. Wieso das denn? Weil der offenbar bestätigen kann, dass die Frau Schuster den Herrn Struck angewiesen hat, die Schächte abzudecken. Das geht jetzt auf gar keinen Fall. Ich brauche jetzt jeden Mann. Ich muss schauen, dass ich nur den Keller retten kann. Bitte, es dauert nur 2 Minuten. Peter! Jo, Chef. Hol mir mal den Rafik her. Der Rafik? Ja. Der Rafik, der ist heute gar nicht zur Arbeit erschienen, Chef. Ich kann ihn gleich mal anrufen, sorry. Okay, mehr kann ich jetzt wirklich nicht für Sie tun, okay? Tut mir leid. Bitte verlassen Sie die Baustelle, Sie tragen keinen Helm. Schon klar. Hausicherheit geht über alles. Tschüss. Ja, ich bin's. Du weißt auch, wir müssen reden. Die Sache wird mir viel zu heiß. Ja, okay. Ich frage mich, ob der Herr Said wirklich nicht zur Arbeit erschienen ist. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass der Herr Struck lügt. Warum nur will er mich von dem Herrn Said fernhalten? Ich bin mir sicher, dass er die Aussage von Frau Schuster bestätigen kann. Warum würde der Herr Struck seine Firma, für die er arbeitet, einfach so in den Ruin treiben, nur um seine Bauleiterin loszuwerden? Das kommt mir alles reichlich seltsam vor. Ich glaube, da steckt was ganz was anderes dahinter. Auch Tatjana Gerber, die Ehefrau des Chefs, hat ihre kleinen Geheimnisse, wird aber beinahe von ihrem Mann erwischt. Was machst du denn da? Nichts Wichtiges. Wie geht's dir, Schatz? Ganz gut. Ich hoffe, wir haben das heute alles ordentlich gestimmt. Na, was denn? Ja, was wohl? Den Wasserschaden. Wir haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer versucht, den Keller trocken zu legen. Was? Das heißt, wir hängen jetzt noch mal einen Tag mehr, nur wegen dieser Ina Schuster? Ach, morgen kommt der Gutachter. Ich hoffe, dem fällt nichts auf. Sonst kann ich hier zusammenpacken. Sollen wir ein Sushi bestellen? Nee, du, ich muss noch mal weg. Sonst willst du mit mir mal einen Abend verbringen. Ja, aber heute nicht. Ich bin noch mit der Freundin verabredet. Tschüss. Seltsam. Um den Druck auf die mobbenden Kollegen zu erhöhen, trifft Christian Vorländer sich bereits am nächsten Morgen wieder mit seiner Mandantin auf der Baustelle. Frau Schuster, wie geht's Ihnen? Naja, mir würde es besser gehen, wenn das hier endlich mal geklärt wäre. Genau daran arbeiten wir ja. Tolle Maschine, die der Herr Struck da fährt. Schaut ja nagelneu aus. Ja, ist sie wahrscheinlich auch. Bis gestern ist er noch auf so einem alten Moped rumgeknattert. Herr Said? Herr Said, jetzt warten Sie doch mal. Herr Said! Was ist denn los? Oh nein. Was denn? Mir ist gerade ein Gedanke gekommen, warum der Rafik in letzter Zeit immer so kalt und abweisend zu mir ist. Er ist ein bisschen verliebt in mich. Worauf wollen Sie hinaus? Vielleicht war er wütend auf mich und hat die Schächte abgedeckt. Sie meinen, er wollte sich rächen? Möglich wär's. Ich habe ihn auf eine Pizza eingeladen und... Naja, Norbert hat mich hingefahren und wenn er ein bisschen eher da war, dann hat er Norbert und mich zusammen gesehen. Frau Schuster, Sie haben einen Ihrer Bauarbeiter zum Essen eingeladen? Das war wirklich keine gute Idee, bei Ihrem Problem mit dem Mobbing. Ja, ich weiß, hat Norbert auch schon gesagt. Wenn der Herr Said sich wirklich Hoffnungen gemacht hat und festgestellt hat, dass Sie eine Affäre mit Ihrem Chef haben, dann wird er sicherlich alles andere als begeistert gewesen sein.
Ja. Mit anderen Worten, er hatte dann ein Motiv, um die Abdeckungen abzunehmen. Ich muss dringend mit ihm reden. Ja, tun Sie das. Es ist nur leider ein bisschen schwer, ihn auf der Baustelle anzutreffen. Vielleicht ist er wieder abgehauen. Am besten, ich probiere es mal, ihn zu Hause abzupassen. Wissen Sie denn eigentlich, wo er wohnt? Nee, tut mir leid, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er hier manchmal auf der Baustelle übernachtet. Auf der Baustelle? Wissen Sie was? Ich frage mal beim Einwohnermeldeamt nach, okay? Und vielleicht können Sie dem Herrn Said ja die Brötchen geben, falls Sie ihn noch mal sehen. Ja, klar. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich melde mich, ja? Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Auf dem Einwohnermeldeamt hat Christian Vorländer herausgefunden, dass Rafik Said gar nicht in Deutschland gemeldet ist. Der Rechtsanwalt vermutet, dass der Hilfsarbeiter in einem der Bauwagen wohnt. Deshalb kommt er nach Feierabend wieder. Bitte, Herr Anwalt, bitte verraten Sie nicht, dass Sie mich hier gefunden haben. Mich interessiert überhaupt nicht, wo ich Sie gefunden habe. Sagen Sie mal, ist das ein Schlafsack? Übernachten Sie hier? Ja. Mich interessiert vor allem eines, was Sie mir zu dem Wasserschaden sagen können. Und da habe ich eine ganz konkrete Frage an Sie, Herr Said. Haben Sie die Abdeckungen von den Luftschächten genommen? Ich? Nein, warum sollte ich das tun? Aus Eifersucht? Weil Sie bei der Frau Schuster nicht landen konnten? Sowas würde ich niemals tun. Frau Schuster ist eine gute Bauleiterin. Sie ist ein guter Mensch. Es war Herr Struck. Herr Struck? Herr Struck hat die Abdeckungen entfernt? Ja, ich habe ihn gestern Nacht gesehen. Ich schlafe immer hier. Er hasst Frau Schuster. Könnten Sie das auch vor Gericht bezeugen? Nein, auf gar keinen Fall. Würden Sie das denn dem Herrn Gerber, Ihrem Chef, erzählen? Ich will mit Herrn Gerber nicht reden. Ja, aber wieso denn nicht? Ich habe meine Gründe. Lassen Sie mich raten. Irgendwas stimmt mit Ihrem Papier nicht, oder? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Weiß denn der Herr Gerber von Ihren Problemen mit Ihren Papieren? Bitte, Herr Anwalt, ich will keinen Ärger. Ich brauche diesen Job dringend. Ja, versetzen Sie sich mal bitte in die Lage von der Frau Schuster. Ihre Karriere und Ihr guter Ruf stehen auf dem Spiel. Für mich steht auch viel auf dem Spiel. Ich brauche diesen Job unbedingt. Also, Sie sind nicht bereit, eine Aussage zu machen? Nein, ich sage nichts. Das ist mein letztes Wort. Ich habe den Verdacht, dass Herr Gerber Rafik Said und seine Kollegen illegal beschäftigt. Das würde auch erklären, warum weder er noch Herr Struck wollten, dass ich mit ihm spreche. Allerdings bedeutet das auch, dass der Herr Said als Zeuge nicht zur Verfügung steht. Ich muss also auf andere Weise herausfinden und beweisen, dass meine Mandantin mit den Vorfällen nichts zu tun hat. Christian Vorländer ist weiterhin auf der Suche nach stichhaltigen Beweisen für die Unschuld seiner Mandantin. Dabei macht er eine sehr interessante Beobachtung. Mann, ich riskiere meinen Arsch für dich. Ich habe einfach gerade nicht mehr. Was soll ich denn machen? Das lasse ich nicht mit mir machen. Mann, hau ab! Was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn das ganze Geld hin? Oh, wer ist das denn jetzt? Norbert. Bist du verrückt, hier aufzutauchen? Du kannst von Glück reden, dass meine Frau nicht da ist. Ich muss jetzt wissen, was mit uns ist. Warum hast du denn nicht auf meine ganzen SMS geantwortet? Jetzt komm erst mal rein. Ina, es gibt jetzt wirklich Wichtigeres. Meine Karriere ist eine Sache, aber dass du mir nicht glaubst, das macht mich total fertig. Du bist fertig? Was denkst du, wie es mir geht? Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Erste Katastrophe mit dem Wasserschaden und jetzt fehlen mir noch 20.000 Euro vom Firmenkonto. Frag doch deine Frau, die macht doch deine Buchhaltung, die kann dir bestimmt erklären, wo das Geld hin ist. Mann, Norbert, was ist denn jetzt mit uns? Hast du noch Gefühle für mich? Ina, ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Können wir das nicht ein anderes Mal in Ruhe bereden? Ich verstehe, dass es total stressig für dich ist. Dann danke ich dir für dein Verständnis. Aber jetzt möchte ich bitte, dass du zur Baustelle gehst und die Zeit wieder reinholst. Ich komme heute Nachmittag selber vorbei und dann möchte ich Ergebnisse sehen. Ina, ich muss Ergebnisse sehen. Der Oberbürgermeister sitzt mir am Nacken. Ich gebe ja mein Bestes. Hallo, Herr Struck. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Wow. Das ist ja eine tolle Maschine. Ah, habe ich auch lange genug von geträumt. Twin-Cam-Motor. Jupp. 25.000 Euro, schätze ich mal, so Pi mal Daumen.
Tja, so in etwa. Sie scheinen ja was zu verstehen von Motorrädern. Naja, zumindest so viel, dass ich weiß, dass Sie sich diese Maschine hier eigentlich nicht leisten können. Was? Woher wollen Sie denn wissen, was ich mir leisten kann und was nicht? Vielleicht habe ich gespart. Das weiß ich ja nicht. Vielleicht haben Sie sich ja tatsächlich diese Maschine erspart. Aber so viel weiß ich. Die kostet Sie hier mindestens ein Jahresgehalt. Auch wenn Sie das gar nichts angeht. Ich habe ihn von meiner Tante geerbt. Ja, was denn nun? Geerbt oder gespart? Oder vielleicht keins von beiden. Wie heißt denn Ihre Tante? Das geht Sie einen Scheißdreck an. Und jetzt habe ich zu arbeiten. Schönen Tag. Frau Schuster, zu Ihnen wollte ich. Hallo. Hallo. Wie geht's? Naja, geht so. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Der Herr Said hat mir gesagt, dass er die Abdeckungen nicht weggenommen hat. Das hätte auch gar nicht zu ihm gepasst. Und er hat mir ferner gesagt, dass das der Herr Struck war. Und ich glaube ihm das auch. Aber das ist doch super. Nur bedingt. Der Herr Said möchte weder bei Gericht eine Aussage machen, noch möchte er mit seinem Chef sprechen darüber. Er will sich da komplett raushalten, leider. Wieso das denn? Spinnt der? Das heißt mit anderen Worten, wir müssen jetzt einfach andere Wege gehen, um nachzuweisen, dass Sie mit diesen ganzen Vorfällen nichts zu tun haben. Welche denn? Ich habe da so eine Idee. Wir müssen unbedingt mit dem Herrn Gerber sprechen. Offen. Mit anderen Worten, wir müssen über Ihre Beziehung sprechen, die Sie miteinander haben. Wenn es denn sein muss. Noch wütender kann er jetzt eh nicht mehr werden. So, Herr Gerber, auch wenn die Wahrheit manchmal wehtut, aber jetzt reden wir beide miteinander mal Klartext, okay? Ja, dann schießen Sie doch mal los, wie es sich Ihrer Meinung nach zugetragen haben soll. Ich gehe davon aus, dass Ihre Frau Peter Struck beauftragt hat, der Frau Schuster ganz gezielt das Leben schwer zu machen und sie zu sabotieren. Wie kommen Sie denn auf diese hirnrissige Idee? So hirnrissig ist das gar nicht. Ich glaube, deine Frau weiß von uns. Du hast deinem Anwalt von uns erzählt. Frau Schuster hat sich mir anvertraut. Und heute habe ich beobachtet, wie der Herr Struck und Ihre Frau einen fetten Streit miteinander hatten. Es ging um Geld. Die haben sich doch bis jetzt immer ganz gut verstanden. Ja, und der Herr Struck fährt plötzlich ein nagelneues, teures Motorrad. Das könnte eine Erklärung sein für die fehlenden 20.000 Euro. Wie bitte? Auf unserem Geschäftskonto fehlen 20.000 Euro. Ich habe heute schon den ganzen Tag versucht, meine Frau deswegen zu erreichen. Glaubst du mir jetzt endlich, dass mich keine Schuld an dem losen Geländer und dem Wasserschaden trifft? Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Frau versucht, unsere Firma zu sabotieren. Und Peter, der hat schon für meinen Vater gearbeitet. Herr Gerber, der Herr Struck wurde dabei gesehen, wie er die Abdeckungen von den Luftschächten abgenommen hat. Von wem? Das tut jetzt überhaupt nichts zur Sache. Von einem Zeugen, den ich für sehr, sehr glaubwürdig halte. Alles klar, Sie sind ja auf der Seite Ihrer Mandantin. Wo du auch stehen solltest. Herr Gerber, wollen Sie nicht auch wissen, ob Ihre Frau damit was zu tun hat? Wenn wir in eine Falle stellen, dann weißt du's. Herr Gerber, ich verstehe ja, dass Sie Skrupel haben. Aber der Verdacht gegen Ihre Frau, der liegt doch nahe. Sie hat ein starkes Motiv. Eifersucht. Ja, los, gib den Ruck. Okay, wie sollen wir es anstellen? Rafik, haben Sie kurz Zeit? Nee, tut mir leid, ich muss hier die Zementsäcke auspacken. Ich habe jetzt keine Zeit. Aber es ist wichtig. Rafik, warum wollen Sie denn nicht aussagen? Sie wissen doch, dass ich unschuldig bin. Ich habe meine Gründe. Hören Sie, es geht um meine Existenz. Wenn ich für den Schaden aufkommen muss, dann bin ich ruiniert. Und nicht nur das, ich kriege vielleicht auch keinen Job mehr in meinem Beruf. Wenn ich für Sie aussage, dann wäre mein Leben vorbei. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich will nicht zurück in den Libanon. Ich bin illegal hier. Meine Eltern verlassen sich auf mich. Ich schicke ihnen Geld. Das wusste ich nicht. Weiß denn Herr Gerber davon? Was haben Sie denn? Warten Sie, ich rufe einen Arzt. Kein Arzt. Was ist hier los? Rafik hat starke Bauchschmerzen. Ach, der soll sich nicht so anstellen. Komm, mach mal ein bisschen Pause, du Vogel. Komm mit. Die Schusterraube noch einen letzten Nerv. Ach du Armer. Ich würde es am liebsten heute als morgen feuern. Aber ich habe einfach keinen handfesten Beweis für Ihre Unfähigkeit. Ja, was ist mit dem Wasserschaden? Klar, das wissen wir alle, dass sie es war. Aber da wird sie sich mit der Hilfe Ihres Anwalts wohl rauswinden können. Und das Gutachten haben wir noch nicht. Ich hoffe, die baut nicht noch mehr Mist. Heute ist eine Ladung von 100 Zementsäcken angekommen. Ich habe ihr gesagt, die soll sie richtig abdecken.
Und wenn sie es nicht macht und es regnet heute, dann haben wir mindestens einen Schaden von 1000 Euro. Also das wird sie ja wohl noch mal hinkriegen, oder? Das hoffe ich auch. Aber wenn sie es wieder vergisst, dann ist sie endgültig weg vom Fenster. Und da wird sie sich auch nicht mit ihrem Anwalt raushelfen können. Hm. Naja. Du, ich kümmere mich mal ums Essen. Kochst du? Ach, was? Ich bestell was. Völliger Unsinn. Wie lange wollen wir denn noch warten? Es ist erst 7. Sie müssen der Sache schon noch ein bisschen Zeit geben, Herr Gerber. Bin mal gespannt, ob sie selbst kommt oder wieder den Struck vorschickt. Das wird mir jetzt zu blöd. Ich geh jetzt los. Psst, da kommt sie. Schönen guten Abend, Frau Gerber. Wie geht's dir? Was machst du denn da? Ich hab nur gecheckt, ob die Plastikabdeckung auch richtig sitzt. Unsinn! Wir haben doch gerade ganz genau gesehen, wie Sie die Abdeckung hier weggezogen haben. Gar nicht. Natürlich, das habe ich auch gesehen. Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen oder was? Jetzt glaubt ihm doch nicht, Norbert. Sie wollten doch einfach nur erreichen, dass er Frau Schuster feuert, oder? Das ist doch vollkommener Blödsinn. Jetzt gib's zu, du Miststück. Ach, selber Miststück. Ich wusste von eurer Affäre. Ja, du hast ja noch nie mal die Mühe gegeben, es großartig zu verheimlichen. Geschäftsessen, so viele Geschäftsessen hat doch kein Mensch. Schönes Geschäftsessen da. Deswegen wollte ich auch, dass du sie feuerst. Du hast mir hinterher spioniert? Ja, natürlich. Zwar gutes Recht, du bist mein Mann. Warum haben Sie eigentlich die Abdeckungen von den Lüftungsschächten gezogen? Frau Gerber. Nein, das war Peter. Ha, da hast du's. Der Struck war's. Und Sie haben ihn dafür bezahlt, oder? Ja, ja. Und dann wollte er auch noch immer mehr Geld. Er hat mich erpresst. Es war schrecklich. Du hast das Geld vom Geschäftskonto genommen. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Wie wär's mit Nachdenken? Du hättest fast meine Existenz ruiniert. Ja, hast du auch verdient, du Ehebrecherin. Raffi! Was hat der denn? Wen wollen Sie denn da anrufen? Ja, einen Krankenwagen natürlich. Ach, lassen Sie stecken, ist gut. Ist doch nicht so schlimm. Ja, sofort einen Krankenwagen mit in die Leanderstraße. 17. 17. Ja, das ist eine Baustelle. Bis gleich, gut. Bitte kein Krankenwagen, ich habe doch keine Versicherung. Keine Versicherung? Das ist ja interessant. Du wusstest das, oder? Du wusstest, dass er illegal hier ist und keine Papiere hat. Hast es bestimmt ausgenutzt und zahlt ihm nur einen Hungerlohn. Ich hab gar nichts gewusst. Ach, halt doch den Mund, ich glaub dir gar nichts mehr. Und nur damit du nicht auffliegst, hättest du ihn hier verrecken lassen, oder was? Ich muss mich vor dir doch nicht rechtfertigen. Vor der Frau Schuster vielleicht nicht. Aber vor der Polizei schon. Ja, hau doch ab. Und noch was, ich kündige. Norbert! Es kommt gleich Hilfe. Der Krankenwagen ist schon unterwegs. Es tut mir leid, dass ich nicht ausgesagt habe. Nein, mir tut's leid, dass ich nicht eher kapiert habe, was auf der Baustelle läuft. Aber wenn es Ihnen hilft, dann sage ich, was ich gesehen habe. Dass der Struck die Abdeckung genommen hat. Jetzt werden Sie erst mal wieder gesund, ja? Okay. Also, vielen Dank. Frau Schuster, wenn Sie mögen, dann fahre ich Sie nach Hause. Das war jetzt wirklich für uns alle ein ziemlich aufregender Tag und Sie sollten mal ein bisschen zur Ruhe kommen, okay? Gern. Ich bringe Sie zum Wagen. Einige Wochen später bringt Christian Vorländer seiner Mandantin gute Nachrichten. Ich habe nämlich noch ein Vorstellungsgespräch. Das ist ja wunderbar. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ja, ich glaube, ich habe ganz gute Chancen. Ich möchte Sie noch kurz über Folgendes informieren. Der Herr Gerber, der ist wegen illegaler Beschäftigung von Ausländern zu 120.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Und seine Frau, die hat wegen Anstiftung zur Verleumdung und wegen Sachbeschädigung eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten auf Bewährung bekommen. Und jetzt kommt's. Der Herr Struck, der wurde wegen Erpressung, Nötigung, Verleumdung und Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jemals an diesem Norbert gefunden habe. Sagen Sie mal, wie geht's denn eigentlich dem Herrn Said? Wieder besser. Der war fast an einem Blinddarmdurchbruch gestorben. Aber wie krass, der hat eine Frau im Krankenhaus kennengelernt und die beiden wollen heiraten. Das ist ja eine wirklich glückliche Fügung des Schicksals. Ja. Sehr schön. Okay, Frau Schuster, machen Sie es gut. Vielen Dank für alles. Das habe ich sehr gern gemacht. Ich bringe Sie noch raus. Danke. Mobbing ist nicht einfach nur ein Kavaliersdelikt oder unangenehm für diejenigen, die davon betroffen sind. Nein, Opfer von Mobbing, die können verzweifeln und aufgrund dessen sogar ihren Job verlieren. Genau das zeigt dieser Fall. Es ist wichtig, sich zu wehren und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.